Jans und herzlich willkommen zurück zu Wreckfest. Weiter geht's bei diesem Rennevent. Die nächsten drei Rennen stehen bevor und heute Hilltop Stadium, Achterhorn, kann ja wieder gut werden. Ich störe mindestens ein Gegner und 1000 Schaden wie immer. Nee, crashe mindestens drei Gegner und zerstöre einen Gegner. So. Dann mal schauen, ob wir das schaffen können. Aber auch als erstes durchs Ziel kommen. Das war ein harter Treffer, der uns nicht viel gebracht hat, leider. Uns ist schon ziemlich viel beschädigt. Okay. Wenn ich so rangehe, wird das gar nichts. Gar nichts. Einer haben wir Crash Mini, wenigstens das. Zweiter haben wir crashed. Aber wir haben nur noch die Hälfte von Leben. Und Lincoln funktioniert gar nicht mehr gut. Ich glaube, das wird nichts in diesem Rennen. Alter, 14. Platz. Schon. Ja, ein Ziel erreicht. Das tat weh. Beide Ziele erreicht. Aber ob ich das Rennen mit 12 HP noch 7 Runden durchstehen, ist schwierig zu sagen. Und jetzt glaube ich eher besser, wenn wir einfach safe spielen. Wir sind überhaupt absolvieren, weil dann haben wir schon mal beide. Beide Ziele erreicht. Und dann müssen wir uns beim nächsten Mal, was wir das wiederholen müssen, nicht mehr darum kümmern. No! Das war mein Fehler. Shit. Noch 5 AP, Leute, noch 5 AP. Und noch 5 Runden. Ja, andererseits, ich habe auch schon Runden geschafft, Rennen beendet mit irgendwie einem HP. Allerdings ist das hier halt die Achterform und die Achterform ist ziemlich ein Todeswunsch, wenn man nicht aufpasst.
Shadow, no, 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 no. Was für ein scheiß Überholmanöver in der Kurve. Okay, noch drei Runden. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. So, aber nicht! Er hätte uns rausgecrashed und dann wär's das gewesen. Okay, ich glaube, mehr ist da nicht wirklich drin, was die Position angeht. Aber Hauptsache, wir schaffen das Rennen. Leute, keine Dummheiten hier vorne. Da kommen zwei. Holy moly, vierter Platz, okay. Könnten wir vielleicht behalten. Bitte liegt, glaube ich, nicht drin. Aber da kommen zwei angepreschen. Jetzt der Runde. Komm schon, vierter Platz wäre gut. Wenn wir das behalten können. Ich glaube, wir sind am dritten dran. Vielleicht liegt sogar der dritte drin. Ist jetzt ein Kopf an Kopf Rennen. Dritter Platz, Junge! What the hell? Wie gut. Damit hätte ich nicht gerechnet. Und Level 42. Boah. Wo ist das Oval Big Valley Speedway Schleife? Das ist das. Könnte auch lustig werden. Das ist mindestens ein Gegner, verursacht mindestens 1500 Schaden. Wieder 12 Runden, 24 Positionen. Gegner, könnte man sagen. Trick ist eigentlich immer, dass man einfach hier gut rauskommt. Alles andere ist Nebensache. Und beim Zurückfahren, dass man keinen Wisch natürlich. What the fuck? Das könnte weh tun. Alter. So rumdriften ist, glaube ich, immer am besten fast. Und eigentlich kann man ja die Kurve ziemlich groß nehmen und mit viel Geschwindigkeit reingehen, aber es ist halt trotzdem ein bisschen schwierig. Das Auto untersteuert wie die Sau. Und das ist eben jetzt die Gefahr, da kommen ziemlich viele Leute entgegen. Man muss predikten, ob die oben oder unten rumfahren. Wir sind gerade Erste. Ja, nicht zu hoch kommen. Das sind Leichen.
geschickt. Das wäre fast eine Head-on-Collision gewesen. Und das hätte ziemlich weh getan. Mies. Mies, wie die hier stehen. Okay, Eingänge. Zerstört. Wenigstens das. Das war besser, oben lang zu fahren. Zu außen rum. Den ganzen Leichen nach unten fallen. KP haben wir noch. Das ist die erste vierte Runde. Shit. Das könnte weh tun. Ernsthaft. Okay. Den letzten haben wir offensichtlich schon überrundet. Und, das tat weh. 35 KP. Jetzt wird schwierig mit diesen ganzen Leichen hier. Weil die natürlich alle nach rechts runterfallen wegen der Streckengebung. Und man bei diesem Weg eigentlich nach rechts rum zu eher innen fahren möchte in der Kurve. Es gibt gar nicht mehr so viele Leute, die hier fahren überhaupt. Das ist ein ziemliches Schlachtfeld, was das anbelangt. Wir haben noch 16 HP. Das sind wirklich irgendwie bloß noch 3 Leute. Ja, es sind 3 Leute. What the fuck? Was haben die bitte gemacht? Noch 3 Leute fahren, inklusive ich. Crazy shit. Alle anderen sind tot. Solange die ja hinter mir sind, muss ich mir eigentlich keine Sorgen mehr machen, dass von vorne was kommen kann. Aber die Leichen sind ein Problem. Mega viele Trümmer liegen hier rum. Dann einfach mal 12 Sekunden Vorsprung vor dem zweiten. Das war die siebte Runde. Oder ist die siebte Runde? Sollte jetzt eigentlich ein entspanntes Rennen sein. Sharp.
shit. Das ist gewesen. Alter, das war knapp. Habe ich schon mein Leben in den Auge vorbeiziehen sehen. Ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Weil gar nicht mehr viel passieren kann, abgesehen, dass ich vielleicht eine Leiche crashe. Oder einen, der uns entgegenkommt. Zwei Runden, dann haben wir es geschafft. Und der erste sollte da wirklich 1000%ig sicher sein. Wir haben 20 Sekunden Vorsprung. Ich wollte schon sagen, dass der andere tot ist. Aber nee, nehmen beide noch. Entweder 25 Sekunden Vorsprung. Letzte Runde. Schon. Sie haben sich fast abgecrashed. Und das war's. Sehr nice. Erster Platz. Und sogar beste Runde. Und dann kommt noch das letzte Rennen. Beende das Rennen auf Position 1, war die beste Runde. Äußerst oval. Wahrscheinlich wieder 12 Runden, wie ich das so kenne mittlerweile. Yes. 24 Startpositionen. Dann mal schauen, wie es ausgeht. Tschüss. Und tschüss. Und ja, genau, ja, doch. Ja, doch, mach die Suche, doch, wirklich. What the hell?
Wow, er hat nicht mal eine Runde geschafft. Einfach schon dead. Driving dead. Ich dachte, ich könnte ihn reincrashen. Wäre schön gewesen, aber leider zu viel gehofft. Oder zu viel gewollt wieder mal. Wie sehr oft in meiner Wreckfest-Karriere. What the hell? Einfach mal überschlagen und ihm hat's gar nichts getan. Sollte ein bisschen aufpassen, wenn ich tue. Ey, schon wieder? Okay, I see. Das ist ein Todesurteil, wenn man vor das Auto quill kommt. 17. Platz. Ja, moin. Bye bye. 11. Platz. Da hat sich, glaube ich, den nächsten Abschied. Ja, okay, fast. Und da gibt's Kämpfe. Da ist der zweite Dead. Also der Hermit, der Frosch. Komm schon. Läuft grad nix, nicht so gut. Was sind denn für Reifen drauf? Platz. Wir räumen das Feld von hinten auf ein bisschen, aber ich glaube, dass wir Erster werden, wird schwierig. Außer ein paar Leute crashen sich noch ab. Wir haben nur noch 2 Runden. Zwei sind fast tot. Zwei haben wir weg. Zwei sind fast tot. Die könnten wir irgendwie vielleicht erledigen. Und hier nochmal 2 Plätze. Okay, der hat sich selber erledigt. Der auch. Der auch. No! No, 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 jetzt. Komm schon. Ernsthaft. Das ging nach hinten los. 7. Platz. Wir waren in die 4. oder so. Jetzt haben wir da wieder ein Problem mit anderen Leuten hinter uns. Die nicht nahe sind. Der 7. sollte drin bleiben. Ja, ist doof. Ne, da crasht sich niemand mehr ab. 7. Platz wird sein. Okay. Naja, was soll's. Endposition 1, 9 von 12 Bonuszielen, 510 von 600 Punkten. Okay, halb so schlimm von daher. Ziemlich gut. Da fehlen uns jetzt noch knapp 4000 Punkte, um den Sieg zu holen. Und wir haben hier noch das offen. Da fehlt uns aber ein Auto. Sandgruben-Showdown. Ja, die Bus-Challenge, da gibt es eigentlich noch ein Ziel zu holen.
und den Straßen schlechter. Aber der fällt uns auch ein Auto. 20.000 habe ich. Ja, mal schauen, was wir in der nächsten Folge machen. Oder ob wir noch ein Auto kaufen. Ja, genau. Wir schauen uns das in der nächsten Folge an. Daher vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.